Leute, willkommen zurück zur zweiten Episode von Mass Effect. Und ich muss sagen, Mass Effect hat mich jetzt gerade schon ziemlich angefixt. Ich will es unbedingt spielen. Ah, das ist so wie früher. I'm loving it. Das erste, was wir machen werden, ist erstmal unsere Ausrüstung angucken. Da gehen wir ins Menü, sagen Ausrüstung. Und dann schauen wir mal, was wir hier verbessern können. Wir haben ein bisschen was eingesammelt. Das würde ich gerade besorgen. Das wäre schon mal nicht schlecht vom Schaden her. Das hat aber eine schlechte Kühlleistung. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Sturmgewehr hier. Oder Schrotflinte. Nee. Das ist aber besser. Machen wir ebenfalls mal den Wechsel auf das. Bei der Pistole. Naja. Das sind alle Kacke. Und die haben keine Kühlkörperleistung, nur von 1. Präzisionsgewehr. Ja, 82. Aber mehr Kühlkörper. Ja, okay. Rüstungstechnisch. Macht nicht sehr viel Sinn. Okay. Wegen der Mods. Was haben wir hier? Munitionsupgrade. Plus 20 Waffenwirkung. Ja, das nehmen wir uns mal. Und was war das andere? Das ist leer. Okay, es war nur das eine. Mal schauen, mal bei der Schrotflinte kann man da noch was machen. Munitionsupgrade. Minus 30% weniger Schaden, aber dafür Schild. Ja, warum nicht? Ausrüsten. Okay, dann bei unseren Kollegas. Schauen wir da mal rein. Achso, ja, gut. Jetzt wird das bei denen nicht sehr viel bringen hier. Okay, dann würde ich sagen, werden wir das Ganze mal verkaufen. Ich habe mal auf die Karte. Wir sind jetzt da. Das ist ein wichtiger Punkt oder Ort, besser gesagt. Und da unten haben wir ein. Das wollte ich jetzt gar nicht. Da unten haben wir einen Händler und ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Bevor wir mit der Mission weitermachen, um unseren Plunder zu verkaufen. Okay. Los geht's. Also Mass Effect ist ja extrem gut darin. Ich bin ihre Führerin. Nein, dich mache ich nicht. Die Story zu erzählen, Bindungen mit den Charakteren aufzubauen und einem das Gefühl geben, dass man halt wirklich drin ist. Und das macht es richtig, richtig gut. Das können teilweise die Spiele heute noch nicht. Also nicht richtig. Das sieht mega nice aus. Also das Grafik-Update hat dem Spiel echt gut getan. Hammer. Okay. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt sogar so straight und zielsicher laufe. Ich bin, ohne dass die Aufnahme gelaufen ist, einmal zu diesem Händler hingelaufen. Nur mal zu gucken. Das ist ja gar nichts. Deswegen weiß ich. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Gibt Schlimmeres als für den Umbau. Alter. Hier schaut es ja mal schräg aus. Okay. Gut, der Rapid Reisen. Ne, da wollen wir nicht hin. Ich will hier zum Händler. Ich glaube, irgendwann. Oh, hier ist falsch. So viel zum Thema zielsicher. Ich weiß ja, dass er da hinten ist, aber ja. Ich glaube, irgendwann. Sollte man das irgendwie ausblenden oder sogar vergessen, dass man hier auf einem gigantischen Schiff ist. Moin. Willkommen.
Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Ja. Ich bin hier fertig. Wollt ihr gar nicht hin? Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche, ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Warum will sie mich sprechen? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie sie schon selber fragen. Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Also ich bin eigentlich gerade falsch abgebogen und hier wollte ich gar nicht hin, aber... Ja, gut, dann schauen wir doch mal. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwartet. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe nur Gutes über die Konsortin gehört. Aber... Das Unbekannte zwingt uns, den gewohnten Weg zu verlassen. Und dann fühlen wir uns verwundbar. So ist es. Genau das habe ich eben auch gedacht. Ist es das, was ich gerade denke, was es hier ist? Okay. Jetzt bin ich gerade nervös von dem, was da vielleicht auf uns zukommt. Jetzt vielleicht auch doch nicht. Ist sie das? Ja. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Okay. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Strich, oder? Also, okay. Gut, also vielleicht mal mit dem General quatschen. Ja, okay. Wissen wir, dass es auch jetzt hier ist. Ja. Aber von den Räumlichkeiten hat sie ja echt nicht viel. Na gut. So, ich wollte eigentlich zum Händler gehen. Der war doch da hinten. Ah, doof. Ich bin doch da langgelaufen. Ah, Superheld. Ich hätte einfach hier weiterlaufen können. Das ist wieder unsere Führerin hier. Und da ist der Händler, wo ich eigentlich hin wollte. Okay. Alles gut. Epodium Ladenbesitzer. Sprechen. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninde, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Standardobjekte. Ich möchte eigentlich mein Zeugs hier verkaufen.
Genau, das sind die ganzen Gewehre. Die werden jetzt mal alle fertig. Nein, Rüstung nicht. Ich möchte nämlich nur die Waffen hier. Das ist nicht wahnsinnig viel Geld. Okay, dann machen wir wieder unsere Hauptmission, die da wäre. Ich glaube, das wäre Tagebuch, ne? Missionen. Aufträge. Die Asari-Konsortium Schade hat sie gebeten mit dem General. Also ja, das war das. Okay, vielleicht müssen wir dann doch mal mit der da unten quatschen. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Ja, das... naja. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Ja? Wahrscheinlich Gedenkstatue, Rachni-Kriege. Nö. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Dann machen wir doch erst bei den Nebenmissionen. Nochmal kurz gucken. Sie müssen... Doch, da. Sie müssen Schuld beweisen. Sie müssen beweisen auf das Herrn Spektakel. Bla. Okay, zum Turm. Geht zu einer, das bei dem Rat zu der Turm Präsidium. Nö, dann machen wir zuerst die Nebenmission. In den unteren Bezirken. Okay, dann brauchen wir erstmal Transport Vehicle. Das nächste ist... geht auf vorne. Rapid... Ups, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Wir gehen mal zu das Rapid Transit. Und dann zu den unteren Ebenen. Was ist jetzt? Können wir gar nicht. Dann gehen wir halt zum Präsidium. Zitadell Turm. Na gut, machen wir das zuerst. Ein bisschen eingerostet mit dem Mass Effect. Wir sind im Turm angekommen. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit Ermittlung gegen Saren. Ja, ich mache auf Arsch. Scheint, als hätten sie nichts. Saren ist ein Spekter. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Ich weiß noch, dass ich beim allerersten Mal, als ich gespielt habe, mit ihm sehr viel gemacht habe. Mal gespannt, wie unsere Beziehung dann so sein wird. Also generell.
Ah, das mit den Bäumen. Das kann ich mich auch noch erinnern. Nice. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Ja, so Nebengespräche sind schon ganz was Cooles. Das, hört so das Immersive, dass man denkt, das ist ja wirklich echt. Okay, hier hat man nochmal so Rapid Transit. Schläfst du? Ich glaube, der rote Hermann aussieht einfach nur ein bisschen schräg aus, wenn er das macht. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Okay, der sagt nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal noch da oben. Ah, da ist ja der Anderson. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten Sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Beleidigungen, typisch, sehen Sie, er hasst uns. Das werden Sie bereuen. Ich würde sagen, das werden Sie bereuen. Bei unserem nächsten Aufeinandertreffen töte ich sie. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwinden ihrer Zeit und meine. Saren versteckt etwas hinter seiner Position als Spectre. Machen Sie Ihre Augen auf. Wir brauchen Beweise. Bisher haben wir keine gesehen. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Nee, Ich glaube, nein ist jetzt die beste Antwort für sowas. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von Inspectors auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Wie ignorant. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren.
Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden, aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Ja gut, da müssen wir ja sowieso hin. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Na, das ist mir zu hart, das mache ich nicht. Aber er ist ein Monster. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank. Wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Ich muss jetzt gehen. Das ist wahr. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Okay. Aber Garrus war doch jetzt gerade in der Nähe. Naja, so viel mal zu dem. Jetzt müssen wir zu den unteren Ebenen kommen. Das ist die Frage, wie wir da jetzt hinkommen. Wir müssen auf alle Fälle mal wieder mit. Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Keeper. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ja, der ist mal ein bisschen zu schräg. Ich gehe dann. Bis dann! Also, das sind die Keeper, aber... Das ist doch... Okay, das ist ein bisschen schräg. Du wirst nicht weiter hinterfragen. Also, unteren Ebenen, Bezirke... Nest. Okay.
So einfach geht's. Märkten. Achso, das sind die Händler. Okay, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Tagebuch. Aufträge. Da war in. Doch, ja, Chorusnest. Gut. Das ist der. Was? Was zum Teufel? Auftragskiller? Das waren Sarens Männer. Alle Ziele neutralisiert. Holy shit. Was hab ich jetzt so gar nicht gerechnet? Krass. Das ging aber echt schnell. Aber das können wir eben halt nicht anhängen, ne? Weil das ist das Ganze hier zu groß. Da hat natürlich keiner was mitkriegt. Ja, das war's dann mit der Monetarisierung auf YouTube. Soll ich das wirklich machen? Ich mach's mal. Entspannen. Ja, wir gehen mal lieber. Ich kann das so richtig machen. Ah, das ist ja der General. Commander, was wollen Sie? Ich bin in Shairas Auftrag hier. Ihre Lügen tun ihr weh. Gut. Ihre Lügen bringen mich seit Tagen um. Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Sie sind mir ein General. Was geben Sie Ihren Truppen für ein Beispiel? Die Truppen können mich mal. Ich will nur in den Ruhestand gehen und bei ihr sein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Hä? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Ja, ich gehe die Arschtour. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur 5 Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert, auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Stehen Sie auf und gehen Sie, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Ja, warum eigentlich nicht? Kommt drauf an, was es ist. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Sollte er eigentlich selber tun. Warum können Sie es ihm nicht selber sagen?
Ja, das letzte Mal, als wir uns sahen, habe ich seine Ahnen beleidigt und seine Geheimnisse ausgeplaudert. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Chaira entlasten und den Elcor überzeugen. Na? Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Chaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Ja, damit danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kaidan. Naja, aber Lügen zu verbreiten von einer Frau, die man liebt, ist halt nicht irgendwo das... Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin noch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Sollten wir eigentlich, ja? Ich spreche mal mit Hagen. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Ich suche einen Officer von der Zitadellsicherheit, einen Turianer namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist, aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist, bevor es hässlich wird. Aber es hängt alles zusammen, verstehen Sie? Der Captain war früher ein Spectre. Was? Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Na gut, von dem, was wir jetzt gesehen haben, wäre es gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Aber auf alle Fälle nochmal nachfragen, was unglaubwürdig wäre es jetzt gar nicht. Aber ja, deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ich würde sagen... Wie sprechen wir mit ihm hier? Oder wird er mich einfach reinlassen? Nö. Okay. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Mal Fist. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Okay, ja, dann auf Wiedersehen. Mal weg. Viel Spaß im Club. Also ich spiele eigentlich, als wäre das ich und halt ein bisschen auf Arsch. Klar, ist jetzt natürlich nicht super informativ. Warum hat Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich gerne hören, was der Captain zu all dem zu sagen hat. Glaube ich nicht. Okay, schauen wir mal ins Tagebuch. Gauss, Saren Schuld beweisen, ja, ist klar. Irgendwo Saren, Sie müssen die Beweise dafür finden. Mhm. Und in die Krankenstation.
Ja, also einerseits ist mit der Beschwerde, mit Scheider sprechen, da können wir später nochmal zurück. Xell dann der Botschaft. Ja, vielleicht gehen wir doch zur Botschaft, weil da können wir beides hier fertig machen. Also beziehungsweise in den Bezirk hier rein. Wo ist Rapid? Da ist er. Okay. Okay. Nee. Botschaften. Ja, gehen wir Botschaften. Okay, dann wollen wir erstmal mit ihr hinten wieder quatschen und dann suchen wir den anderen. Wissen wir ja wenigstens, wie wir laufen müssen. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich jetzt zu ihr gehe, wegen der ja, Belohnung. Ja, gerade da unten drinnen. Oder? Ja, perfekt. Also wieder nach oben. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ist mega nice. Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsste. Nein, nicht seltsam. Viele von uns sind Menschen, aber du bist die Erste, da bin ich wieder. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Genau, kommen wir zur Bezahlung. Dank lässt sich nicht ausgeben. Sie sollen natürlich Ihre Bezahlung bekommen. Ich neige nicht dazu, Schulden zu machen. Diese Credits dürften Ihre Ausgaben decken. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Eventuell muss ich jetzt dann was für YouTube schneiden. Mal gucken. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt Ihnen Stärke. Und Sie verbergen niemals Ihre Stärke. Sie nutzen sie, um Ihre Feinde zu verunsichern. Nur wenige wagen es, gegen Sie anzutreten. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Ich bin Arsch. Na dann, danke. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, Commander. Ich habe es doch gewusst. Ich habe es gewusst. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Okay. Ich habe es so gewusst. Ich habe es so gewusst, dass es genau das hier ist. Das war einfach zu offensichtlich. Okay. Stufenaufstieg. Squad. Ich würde gern mal hier 8 Punkte. Ihr dürft's wieder automatisch. Nur noch du automatisch. Okay. Gut, dann hätten wir das Karte. Wo ist der andere Typ? Okay, Volus und
L-Core. Wir müssen also hier wieder hin. Genau da, wo wir am Anfang gewesen sind. Ah, das hätten wir als erstes machen können. Gut. Das Rot steht immer schon ganz gut mit den Waffen. Aber ja, auf das ganze Gequatsche müsst ihr euch halt ein bisschen einstellen. Das ist nicht nur herumschießen, was ich sehr gut finde, sondern sehr viel reden. Und natürlich die Situation hier genießen. Könnte eigentlich jetzt auch rauskommen sein. Würde eigentlich passen. Sehr gut gealtet. Ich glaube, hier müssen wir rauf, ne? Ja, genau. Warum hat er nicht? Moment mal. Ganz in der Nähe, wo wir ja hier drin gewesen sind, wird da nicht das gleiche Besuch sein. Einmal öffnen bitte. Darum geht. Wir sind dort drin gewesen. Oh nein. Okay, das war gerade im Nachbarbüro. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Die Besonderheit bei der Rasse, die müssen zuerst quasi ihre Emotionen beschreiben und dann das sagen, was sie sagen wollen. Ich bin gekommen, um über ihr kleines Problem zu reden. Neugier. Dann wissen Sie also etwas über die Konsortin und ihr Verhältnis zu mir? Es war ein Turianer namens Septimus, der ihr Geheimnis herausgefunden hat. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Das stimmt nicht. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Ja, so sage ich entsprechend handeln. Aber stellen Sie sicher, dass Shaira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ja, das ist irgendwie geil. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn? Nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus-Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Ja, also das mit dem Geld ist tatsächlich so eine Sache, ne? Wär's zu wissen für mich. Da würde ich noch nicht reingehen. Weil wir haben jetzt alles, ne? Wir müssen jetzt mit Garros noch reden. Und das von übersagen. Sie müssen Beweis dafür finden, dass man mit G zusammenarbeitet. Ja, klar. Okay, dann gehen wir mal in die Krankenstation. Sprich, wir werden zu diesem Supertransport wieder laufen. Ist ja Gott sei Dank da unten. Okay, das war ein Bezirk hier. Medizinische Klinik. Oh, wir sind schon ganz in der Nähe. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc.
Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Okay, gibt's erstmal Stress. Ich hätte gerne die Waffe da. Ein bisschen viel Hektik hier. Overkill und du machst mal was mehr. Gemische Barriere, so wird zu sich Schild. Nö. Überhitzen. Hab sie erwischt! Machen wir das gerade nochmal überlasten, weil ich die Schilde. Braucht man eigentlich nicht. Ach, was soll's, das ist eh schon fast um. Warum? Alle Ziele neutralisiert. Warum kriegen wir Stress bei jedem neuen Ort, wo wir eigentlich irgendwie hingehen? Und da gibt's was zum Aufsammeln. Okay, sah nur so aus. Medizin auffüllen. Wir haben eh alles, ja dann. Garrus, was machst du? Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Ja, vermutlich Beweise. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Naja, was das betrifft, er ignoriert sehr viel. Ich würde sagen, als Ersteres. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Frage her. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er denn? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Ach so, ja klar. Ich würde sagen... Wir können ja nur zwei. Ich nehme... Ihr zwei. So. War das mal bestätigen? Ja. Okay, das war dann unser neuer Squad. Und ja, dann machen wir uns mal schauen, dass wir Rex erstmal finden, aber nicht mehr in dieser Episode. Das machen wir bei der nächsten. Ja, war spannend, ne? Einmal Kopfgeldjäger, einmal hier und noch einige interessante Sachen erfahren.
war weniger actionlastig, aber dafür interessante Gespräche. Mal schauen, wie es weitergeht. Also, bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Like da. Tschüss.